Herzlich willkommen zu unserer zweiten Lektion zum Kurs in Wundern. Wir schauen uns das an und das ist ja so die Arbeitsanleitung, die mit dem allen zusammenhängt. Die zweite Lektion ist natürlich wieder eine schwierige Lektion, wie ich schon gesagt habe, dass das natürlich am Anfang überhaupt, bis man eingestiegen ist, eine schwierige Sache ist. Ja? Zum Beispiel, ich habe allem die gesamte Bedeutung gegeben, die es für uns hat. Wird sicher gleich auftauchen, wenn es weitergeht. Und dann wäre schön, wenn man sich das immer wieder mal anschaut, immer wieder mal zu Gemüte führt und dass man in der Zeit, bis wir uns in 14 Tagen ja treffen, wirklich immer wieder dran arbeitet. Immer wieder weitergeht. Weil das ist etwas, das versteht man nicht an einem Tag. Man muss es wiederholen, man muss es immer weitermachen. Also wäre schön, wenn es jetzt weiterginge. Wie gesagt, Lektion Nummer 2 heißt, ich habe allem die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Also ich habe allem, was ich in diesem Raum sehe, auf der Straße, draußen, an diesem Ort, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Das ist so, wir haben ja das Zitatrecht, wir dürfen das zitieren und es ist wichtig, dass man auch nachher darüber diskutiert. Jetzt seht ihr, ich habe allem, was ich in diesem Raum sehe, die gesamte Bedeutung gegeben hat. Dann wird schon mal klar, dass wir allem eine Bedeutung geben. Wir geben ständig irgendwas, irgendwem eine Bedeutung. Es ist natürlich ein unglaublicher Konflikt, weil wir ja denken, ja, ich brauche den Stuhl, ich brauche ja den Tisch, ich brauche ja den Raum, ich brauche ja die ganze Umgebung. Deswegen steht immer das Ego mit der Bedeutung in Konflikt. Und dieser Konflikt spielt sich eigentlich immer zwischen dem Göttlichen und dem Ego ab. Dadurch, dass wir uns von unserer Urbedeutung entfernt haben, haben wir gar keine Ahnung mehr, welche Kraft in uns steckt. Ich habe dann noch weitergeschrieben, ne, vielleicht mach es mal weiter, dass man, ja, dass man dann quasi, wenn man sich umschaut, keine Ausnahme macht, keine Unterschiede, keine Auswahl trifft. Das ist schon ganz wichtig, weil es geht ums Innere, um das Unterbewusstseins Bewusstsein zu ändern. Normalerweise sind wir dauernd am Urteilen. Das ist schön, das ist nicht schön, das ist hoch, das ist tief, das ist irgendwas. Wir sind quasi ständig dabei, irgendeine Meinung dazu haben, es zu beurteilen, es zu verurteilen. Und deshalb steht da, schau dich um und verwende diesen Leitgedanken auf alles, worauf dein Blick fällt. Das heißt, ich gebe dem die Bedeutung, ich gebe dem die Bedeutung. Okay, ich gebe meiner Hand die Bedeutung, die es hat. Ich gebe meinem Körper die Bedeutung. Das zu lernen, dass wir ohne Unterschiede zu machen, auf etwas schauen. Unsere Augen, unsere materiellen Augen schauen irgendwo hin und geben in der Regel dem die Bedeutung. Und das sollte eigentlich keine Bedeutung haben. Die Materie sollte keine Bedeutung haben, weil in dem Moment, wo die Materie für uns Bedeutung hat, geben wir quasi unsere Macht der Materie ab oder dem Umstand oder der Umgebung oder allem, was dann natürlich mit dem zusammenhängt. Und da sind wir schon dabei, versteht ihr? Wenn ich jetzt mein Innerstes, meine Gewohnheit ändern will, und ihr wisst selber, die Gewohnheit zu ändern ist das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Dieser Gedanke, um den es geht, bedeutet, wir haben vergessen, wer wir wirklich sind. Stellt ihr euch mal vor, Gott hat uns die ganze Materie, die Energie zur Verfügung gestellt, wie Strom. Und unsere freie Wille ist es jetzt, etwas damit anzufangen, etwas zu machen. Wenn wir nicht unsere Macht abgeben,
geben würde, vor allem der Materie, also bedeutet es, wenn wir unsere Macht der Materie abgeben, sind wir kleiner, tiefer, wertloser als die Materie. Anstatt uns dahingehend zu entwickeln, dass wir wissen, was der göttliche Geist ist und somit Macht über die Materie zu haben, haben wir das Ganze umgekehrt. Jetzt wird da ja jeder sagen, ja, welche Bedeutung habe ich dem denn gegeben? Gut, lassen wir das mal. Christina, machst du mal bitte weiter. Und dann gehen wir erst mal ganz kurz auf eure Fragen. Ja? Und ja, ihr seht ja, was da steht. Kein Druck, keine Erwartungshaltung, einfach beobachten. Also dieses Nicht-Urteilen üben. Ist egal, was da ist. Und warum ist es egal? Wir haben dem die Gesamtbedeutung, für uns hat, die es für uns hat. Kommen wir später natürlich nochmal drauf zurück. Oder wir machen es einfach so, dass wir die Fragen alle zum Schluss machen. Ist vielleicht besser, wenn wir jetzt schon dabei sind. Also, wenn ich hinschaue und sage, okay, ich habe dem die Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Ich habe allen die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Versteht ihr? Dann kann ich überhaupt mal rausfinden, wem ich was für eine Bedeutung gebe. Zum Beispiel haben wir natürlich die Angewohnheit, uns auf den Körper zu reduzieren. Das heißt, der Körper steht im Vordergrund und bestimmt uns. Hört sich lustig an, aber das ist es. Wir sind jetzt auf so einer Entwicklungsstufe, wo man sagt, hauptsächlich im großen Ganzen beherrscht uns die Materie, beherrscht uns der Körper, beherrscht uns die Angst, das Geld. Alles das, was wir eigentlich, wenn wir wüssten, wer wir wirklich sind, wo keine Bedeutung mehr haben dürfte. Und der Kurs geht ja darum, dass dem, was hier außen ist, auf der materiellen Ebene, selbst das Wetter, selbst der Wind, selbst der Sturm, keine Macht mehr über uns hat. Und das haben wir eben vergessen. Und deswegen fangen wir damit an, entscheiden zu können durch das Bewusstsein, dass wir der Materie da draußen, egal was ist oder da drinnen, keine Bedeutung geben. Wir können ja alles tun. Alles, du kannst alles benutzen. Du kannst mit allem arbeiten. Du kannst dich an allem erfreuen. Nur geht es darum, dass du dem keine Bedeutung gibst. Und wenn das keine Bedeutung für dich hat, hat das keine Macht. Also Beispiel, der Nachbar ärgert dich. Der macht irgendwie dumm. Ja? Du kannst jetzt Tag und Nacht deine ganze Energie dem Nachbarn geben. Ist gut möglich, kannst du. Das ist deine Entscheidung. Du kannst ja sagen, oh ja, okay. Ja? Das heißt, du nimmst die Energie raus. Wir sind untereinander so miteinander verbunden und haben es gelernt, dem anderen Energie zu nehmen. Wir sind quasi Energievampire und nähern uns von den anderen, anstatt wir uns darauf besinnen, dass wir die göttliche Energie benutzen. Also, jetzt ärgert dich der Nachbar, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt denkst du den ganzen Tag an den, den ganzen Tag. Es ärgert dich am Morgen und Mittagabend, also die Leute können es gar nicht mehr hören und so weiter. Das heißt, du verplemperst deine Energie. Das heißt, durch das, dass der Nachbar Macht über dich hat, du hast ihm die Bedeutung von einer riesigen Autorität gegeben, bestiehlt er dich, ohne Absicht, davon weiß er vielleicht gar nichts, bestiehlt er dich um deine Kraft, um deine Energie, um alles. Das heißt, du läufst nur noch auf zwei Töpfe. So hat man das halt früher gesagt. Und stellt euch das vor, genau um das geht's. Egal was es ist. Alles nimmt uns die Macht, die göttliche Macht, die Ängste, die Erwartung, der Beruf, alles. Und wir denken dann immer, wenn wir dem keine Bedeutung geben, dann ist es weg, dann ist es verloren. Aber das stimmt ja nicht. Ich darf alles benutzen.
Ich darf an allem Freude haben, aber es darf mich nicht beherrschen. Genauso mit dem Körper. Der Körper, ja, der ist ja drauf trainiert und ist ja ein Teil vom Ego. Der Körper will sich ja wichtig machen und will denken, ne, also ich bin ja hier wichtig, ich bin ja der Wichtigste von allem. Und dann spielt sich alles ab um den Körper. Okay? Jetzt wird mir ja jeder sagen, ja, ich brauche ja Brot, ich brauche ja was zum Essen, ich brauche das und brauche das. Das heißt, wir kommen auf die Welt und sind eigentlich defizitär. Wir sind abhängig. Und anstatt uns aus dieser emotionalen, mentalen und physischen Abhängigkeit herauszuarbeiten, dass wir im nächsten Leben oder in diesem Leben nicht in Resonanz von Defizit stehen, lernen wir, das bringen uns natürlich die Eltern dabei, die Gesellschaft, alles. Wir sind ja von allem abhängig. Also wenn ich nicht abhängig sein möchte, dann muss ich erstmal all dem, die ich die Macht gegeben habe, wieder die Macht zurückholen. Das ist natürlich ein langer Prozess, das ist ja logisch, aber es ist möglich. Wenn man bei den Emotionen bleibt, dann wird mir sicher jeder recht geben. Wenn ich ein Problem habe, dann denke ich Tag und Nacht dran, andauernd, andauernd. Das heißt, für dich bleibt gar nichts mehr. Aber ich kann es entscheiden. In dem Moment, wo mir bewusst wird, dass ich dieser Autorität, dem oder demjenigen oder derjenigen, die ganze Energie und die Macht gebe, was bleibt denn mir dann? Nicht viel. Okay, jetzt haben wir uns quasi schon energetisch geschwächt. Nur wenn wir bei uns bleiben, haben wir uns schon energetisch geschwächt. Und jetzt möchte ich mal wissen, was willst du denn mit deiner Energie machen, wenn du anstatt Starkstrom nur noch Leichtstrom hast? Die Frage, wie mache ich mich denn von meinem Körper unabhängig? Okay, das ist genau der gleiche Prozess. Wenn ich sage, wenn ich darauf vertraue, wenn es mir bewusst wird, dass in dem Moment, wo ich krank bin, und da habe ich schon viel Energie verloren. Krankheit bedeutet ja, ich verliere Energie. Da ist schon viel Energie verloren. Und wenn ich natürlich Energie verloren habe, muss ich, ne, für den Körper sorgen, für die Seele sorgen und für den Geist. Okay? Und dann habe ich eben. Oder muss ich viel Kraft aufwenden, um dem Körper, der Geist und die Seele gleichermaßen etwas zu tun? Wenn die Krankheit schon auf dem physischen Körper ist, auf der physischen Ebene ist, dann ist es schon die letzte Bastion. Das heißt, der Geist und die Seele hat es nicht in Ordnung gebracht, nicht in Balance gebracht, konnte es nicht wieder auflösen und deshalb agiert der Körper das aus. Klar, wenn wir dem die Macht geben. Es ist natürlich schon klar, wenn ich jetzt eine chronische Krankheit habe, ne, deine Frage, dann steht es uns auch nicht zu sagen, ja, also ja, hättest du mal früher, es interessiert nicht. Wir haben den Status quo und jetzt gucken wir, dass jede Abteilung Körper, Geist und Seele seine Hilfe bekommt. Und trotzdem muss ich, auch wenn ich chronisch krank bin, dahingehen. Und gucken, nee, du bist jetzt Stillkörper, du hast jetzt nichts zu sagen. Du bist ja quasi die bildhafte Trennung geworden. Du bist ja etwas, der Körper ist ja das Sinnbild für die Trennung geworden. Und Krankheiten entstehen eben aus der Schwächung des Energiefeldes, wie beim Körper auch, ne? Bedeutet ja, das Milieu ist entscheidend. Also dort, wo ich, ob wenn ich mich jetzt in einem dreckigen Pool befinde, werde ich ja den Dreck auch aufnehmen. Also das Milieu, meine Gedankenumgebung ist ja entscheidend für Körper, Geist und Seele. Und trotzdem dann akzeptieren, wenn ich die chronische Krankheit habe, das akzeptieren und sagen, okay, ich tue alles für alle drei Ebenen, aber das beherrscht mich nicht. Ich lenke mich trotzdem ab. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich chronisch krank bin und ich weiß, dass es einfach so ist, dass ich dann sage, ich bin trotzdem dankbar.
weil ich mich dadurch geändert habe, weil ich auf andere Gedanken komme, weil ich trotzdem viele Dinge erkenne, für die ich dankbar sein kann. Vielleicht habe ich dadurch mein ganzes Leben geändert. Also ich kann trotzdem den Geist so pushen, dass er tatsächlich wieder die Oberhand gewinnt. Es gibt sehr viele Beispiele, die sagen, die krank sind, die sagen, das war tatsächlich die beste Zeit für meinen Geist und für meine Seele. Ich habe so viel gelernt, also die Leute kenne ich ja, die das mir erzählt haben, die tatsächlich immer wieder sagen, also das hat mir eine ganz eine andere Wertigkeit gegeben. Ich habe eine ganz andere Lebensqualität. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen beantwortet. Also, wie gesagt, ihr könnt ruhig Fragen stellen, das bringt ja Lebendigkeit da rein. Genau. Also, ihr habt gemerkt, durch die Bedeutung geben wir die Macht ab und schwächen dadurch unser Energiefeld. Das ist natürlich etwas, was höchste Disziplin erfordert. Ich kann nicht sagen, na, jetzt mache ich da mal, alle 14 Tage mache ich das mal und am Montag habe ich es schon wieder vergessen. Das ist etwas, wo ich erwarte, dass man tatsächlich bei jeder Gelegenheit diese Übung macht. Ich habe allem die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Ich erzähle da immer die Geschichte von einer Frau, die ihr Baby im Arm hält. Also wir sitzen da drin, die Mutter hat das Kind im Arm und draußen passieren schlimme Dinge, man weiß nicht, was es ist, Unfall oder was weiß ich. Jetzt kann die Mutter natürlich in Panik geraten. Und zwar so in Panik, dass das Kind zittert die ganze Nacht, dass es quasi gar nicht mehr einschlafen kann, dass der Mutter schlecht geht, ja, dass sie wirklich Hilfe braucht. Oder die Mutter kann da sitzen und kann sagen, ach, weißt du, mein Schatz, was die würde für einen Krach da draußen machen, ne? Also, wir machen jetzt das Fenster zu und jetzt singe ich dir was vor oder wir spielen was. Also das ist ein ganz simples Beispiel, aber eigentlich geht es tatsächlich darum, wir geben dem die Bedeutung. Ich kann dem eine Bedeutung geben oder kann dem keine Bedeutung geben. Das ist ja immer auch bei Kindern, ne? Der sagt dann, der Kleine zu mir, dumme Obi, dumme Omi. Und dann denke ich, ja, lass ihn reden, ich wende mich ab, ich nehme dem die ganze Energie. Ja, geh aus dem Raum raus, schaue ihn nicht mehr an. Er hat also mit dem dumme Omi überhaupt keine Chance. Ist mir egal. Der hat doch keine Macht über mich. Ist mir egal, was der sagt. Versteht ihr? Ich könnte ihm natürlich auch die größte Bedeutung geben. Und wo schlimm? Und was hat er jetzt gesagt? Und so weiter. Versteht ihr? Um das geht es eigentlich. Und wir denken dabei immer jetzt an die Emotion. Das geht aber auch bei der Materie genauso. Ich will unbedingt dieses Auto. Ich will unbedingt der Beste werden. Ich will am meisten verdienen. Okay? Ich will unbedingt, was weiß ich, ja, der Berühmteste hier werden oder der Bekannteste oder ich will unbedingt ein Haus, ein Boot, ein Pferd und so weiter. Aber stellt euch mal vor, wenn man die ganze Energie dann, das bestimmt dich ja alles, in die Materie gibt, die ganze Energie in die Materie. Und du wirst ja zu dem, was du liebst. Also bedeutet das, dass wir anstatt in die Vergeistigung aufsteigen und zum Geist Gottes werden mit 100%, geben wir die ganze Energie da rein in die Materie, in das Abhängige, anstatt sie für sich zu benutzen. Das heißt, wenn du nichts anders getan hast mit dieser geschenkten Zeit, die du hast, wir haben ja die Gnade der Wiedergeburt, das bedeutet, wir sind dankbar den Eltern, dass sie uns genommen haben, weil wir ja, der Geist und die Seele kennt ja keine Zeit, das weiß jeder, ne? Wenn du dich verärgert hast, das steht nach Tag und Nacht bei dir und wenn du ein Trauma hattest, dann ist es auch immer ne, hinter dir, manipuliert dich dauernd, verfolgt dich dauernd. Und bei dem Trauma wirst du immer aus diesem Trauma heraus reagieren. Versteht ihr? Weil wenn man das ja nicht auflöst und du zum Beispiel ganz böse
auf den Schulkamerad bist oder was gewesen ist. Jede Entscheidung wird aus diesem Trauma herausfallen. Da wirst du manipuliert. Und zurückzugehen, wenn ich also mich vergeistigen will und, sage ich mal, in diese Vollkommenheit Gottes zu kommen, so wie Jesus ja das gemacht hat, dann muss ich mich ja lösen von diesen Manipulationen, von diesen, dass das Unterbewusstsein mich beherrscht. Und dann fange ich damit an. Ganz bewusst fange ich hier auf dieser Ebene an und sage, Moment mal, die kriegen jetzt keine Bedeutung mehr. Ja? Okay. Also, wenn wir das verstanden haben und daran arbeiten, dass jeder, was Jesus gesagt hat, auf dieser Welt seine geistige Kraft zurückholen will und kann, dann weiß er ja, dass er ewiger göttlicher Geist ist. Und wenn ich doch weiß, wer ich bin, dann gehe ich doch dorthin, Resonanz wiederum, dann zieht es mich doch dorthin, wo ich hingehöre. Aber wenn ich doch alles tue, um nur in der Materie zu sein, ne, weil ich hier der Erste und der Beste bin und einen Haufen Geld habe, was ist, wenn du stirbst? Also hast du ja quasi die Zeit geschenkt bekommen, der Körper, Geist und Seele. Also der Körper ist ja wichtig, damit wir die Zeit nutzen können. Natürlich ist der Körper wichtig, aber er darf dich nicht beherrschen. Und dadurch, weil wir den Körper geschenkt bekommen von unseren Eltern, das ist ja auch nicht einfach. Das weiß ja jeder, der Kinder hat, wie anstrengend das natürlich ist. Und dann sollten wir die Zeit nutzen, um tatsächlich uns weiterentwickeln zu können, aufsteigen zu können. Das heißt, in der Schwingung sich erhöhen zu können, anstatt genau in die Gegenteil. Und wenn du also nur auf der Materie die Bedeutung gibst, weil ich hier einen handgeschnitzten Schreibtisch habe, weil ich ein tolles Auto habe, weil ich dieses Schiff habe. Okay, jetzt habe ich dann meine ganze Energie der Materie gegeben und jetzt stirbst du. Und hast quasi die Zeit für deine Entwicklung, für die geistige Entwicklung nicht genutzt. Was bleibt dir dann, wenn du die Materie abgibst? Weil das bleibt ja da, der Biocomputer bleibt ja da. Okay. Was hast du dann mitgenommen von dieser Inkarnation? Was hast du denn dann? Na nix. Das ist die Problematik. Das heißt, wir haben die Chance der Wiedergeburt nicht genützt, obwohl wir es eigentlich wissen, weil die Seele ruft und ruft. Die Seele ist ein Magnet. Das ist so eine, wie sagt man da, eine Energie, die immer wieder anklopft. Das Magnet, das will die richtigen Gedanken anziehen, die richtigen, wie sagt man da, Zufälle, will dir immer helfen. Pass auf, du bist nicht dazu auf dieser Welt. Ein Auto, darfst du alles fahren, ne? Also keine Missverständnisse. Aber ich darf nicht alles geben, bloß damit ich jetzt der Mensch bin, der das meiste Feld hat, die meisten Kühe hat, das meiste Geld auf dem Konto. Wenn ich es habe, dann habe ich den Auftrag, das zu verteilen. Es darf auch keine Bedeutung haben. Also ich darf zum Beispiel, wenn mir jetzt für Geld jemand umbringt, dann natürlich ist klar, dann wirst du von allen, von diesen paar tausend Euro beherrscht. Okay, dann stirbst du. Von was wirst du denn dann beherrscht? Das ändert sich doch nicht. Da ändert sich überhaupt nichts. Wir denken immer, ja, dann gehen wir da rüber in die andere Dimension, geben den Körper ab. Ja, aber wenn du mit deiner ganzen Liebe in der Materie bist, ja, viel Spaß. Dann ändert sich gar nichts. Dann hockst halt da. Dann hockst halt da und änderst nichts dran. Und die Chance haben wir natürlich. Und weil wir natürlich über Jahrhunderte oder ja, weiß ja nicht, wie lang jeder auf der Welt war, immer wieder das Gleiche machen, drehen wir uns im Kreis. Deswegen haben wir ja das karmische Problem. Wir haben ja die Resonanz zum 11., 12. Jahrhundert. Also bestimmt zu werden, kein Stimmrecht zu haben, kein Sprachrecht zu haben und so weiter. Das ist ja auch, das schwappt ja alles da rein. Und da merkt man ja, wir kommen ja immer wieder.
Und wenn du natürlich sagst, ja, ich mache halt jetzt nichts, komme ich halt wieder, ist es auch in Ordnung. Aber wir haben dadurch diese Wahl. Und jetzt bitte ich euch um eure Fragen. Was stellt ihr in Frage? Was hat euch interessiert? Was ist nicht ganz klar geworden? Oder natürlich, wie ist das letzte Mal gewesen? Was ist von der Lektion 1 übrig geblieben? Mir muss immer klar und bewusst sein, welches Feld füttere ich. Immer muss es klar und bewusst sein. Und dadurch, durch diese Arbeit mit dem Kurs in Wundern, das eröffnet uns Dimensionen. Also im Kurs in Wundern steht ja von Helen Schuckmann und Tedford, dass wir uns dadurch 1000 Erdenjahre ersparen. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Das sind ja alle Leute, die hier sind, die sich dazugeschaltet haben, die ja wirklich was tun wollen, die sich interessieren, die einen weiteren Blick haben, die das verstehen, die wissen, was ein morphogenetisches Feld ist. Was ist Resonanz? Wieso ziehe ich dann mein nächstes Leben dadurch an? Zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Abhängigkeit lebe, ja, also von meinem Mann, von der Umgebung, von dem, was die Leute sagen, was glaubt ihr, wenn ich mich nicht weiterentwickelt habe, wo zieht es mich denn dann hin im nächsten Leben? Ja, dort, wo man Abhängigkeit gemütlich leben kann, dann kannst du es weitermachen. Versteht ihr, es gibt keinen Gott, der da oben sitzt und sagt, oh, ne, die und die ist lieb, die lasse ich in Deutschland oder Norwegen oder in Schweden als Frau auf die Welt kommen. Und die mag ich nicht, die schicke ich in Indien auf die Welt als Frau oder in Afrika. So sadistisch und gemein ist Gott nicht. Wollen wir gar nicht in Frage stellen. Das heißt, alles ist Resonanz. Und es muss klar werden bei diesen Lektionen, alles ist Resonanz. Ich bin diejenige, die das ausstrahlt. Ich bin diejenige, die das anzieht. Ich bin diejenige, die durch meine Energie das vervielfältigt. Bin ich jeden Tag närrisch? Bin ich sauer? Bin ich wütend? Raste ich aus? Ja klar, das ist eine destruktive Energie. Und eine destruktive Energie. Und das ist natürlich zerstörerisch. Das muss man sich mal vorstellen. Du zerstörst dein eigenes Feld. Und wenn du dann noch über das und das urteilst, bedeutet das, es kommt ja wieder zurück, das Urteil, du verurteilst dich selber und schwächst wiederum dein Energiefeld. Das Problem ist, dass wir machen das. Na, wir haben ja verschiedene Felder, ein riesiges morphogenetisches Feld, ein Kriegsfeld, ein positives Feld. Und wir entscheiden ständig, mit welchem Feld ich mich verlinke. Füttere ich das Feld Krieg, Hass, Wut, Ärger, Verurteilung, Zorn? Ne? Klar, wir füttern alle ein bestimmtes Feld. Ja? Wunderbar, danke. Warum musst du nochmal aufklinken lassen? Ich konnte es nicht, habe es noch nicht schnell gesehen. Warum fällt es mir schwer? Okay. Genau. Warum fällt uns das so schwer, das Ganze umzusetzen, auch wenn wir es eigentlich schon wissen? Du, wunderbar, finde ich ganz toll die Frage. Also, wir haben ja verschiedene Felder, passt nämlich wunderbar zu dem Thema gerade. Das heißt, wir haben ein riesiges negatives Feld. Es füttern wir ja dauernd. Und Urteil, und es ist schlecht, und das Wetter ist scheiße, und es ist zu warm, und das ist heftig, und die Politiker, und das. Dauernd, es wird dauernd gefüttert. Okay, jetzt haben wir die Gegenprobe. Wer füttert denn das positive Feld? Das, was wir ja als Aufgabe gerade auf dem Kanal haben, ne? Also Dankbarkeit als Zwiesprache mit Gott. Es ist ja der Punkt, wo ich wollte, dass wir zusammen das positive Feld füttern. Wir könnten diesen ganzen Tag machen. Also, jetzt ärgert dich jemand. Du bist wirklich wütend. Ja? Und jetzt hast du tatsächlich die Wahl, bin ich wütend und füttere ich das Feld oder sage ich, nee, Moment mal, Moment mal, ich habe die Wahl. Also du hast die Wahl durch das, dass du verstehst, was läuft. Natürlich muss man es erst mal wissen, aber ich denke, das weißt du.
und der Disziplin zu haben, was will ich wirklich? Kann es sein, dass irgendjemand reinkommt, du irgendjemand begegnest und der lässt dich springen wie ein HB-Männchen? Das wäre mir zu blöd. Das heißt, du hast die Wahl. Nur, weil es natürlich das negative, destruktive Feld, das weiß man ja, was weltweit passiert, riesengroß ist und das Positive ist natürlich viel kleiner. Ist doch logisch, dass das natürlich mehr Kraft hat. Und deswegen ist es auch schwerer. Und ihr wisst genau, also das kenne ich von mir, wenn ich im Bett liege und nicht diszipliniert bin und da fällt mir der Dreckhaufen ein und da kann man im Dreck rumrühren die ganze Zeit, das ist überhaupt kein Problem. Aber wirklich dankbar sein und was Positives generieren, da brauche ich tatsächlich meine ganze Kraft. Stopp, nee, möchte ich nicht. Ich möchte es nicht. Ich möchte mir nicht mehr selber schaden. Ich möchte dem Feld nicht mehr schaden. Ich möchte niemand schaden und schon gar nicht mir selber. Ich bestelle mich ja. Ja? Und deshalb ist es so schwer, weil es verschiedene morphogenetische Felder gibt. Und wenn du ehrlich bist, muss ich sagen, welches Feld fütterst du denn am meisten? Füttern wir denn am meisten? Ja? Und das ist ja so. Warum geht es denn so leicht, das negative Feld zu füttern? Was riesig ist, riesengroß, sieht man ja die Erde als auch als göttliche Energie, ist ja auch Geist. Wunderbar, danke für die Frage. Können wenig Menschen mit Meditation ein großes negatives Feld auflösen? Wie viel brauchen wir? Wunderbare Frage. Ja, wollte ja mir schon, Christina und ich wollten es schon im Winter machen, aber es ging ja Gott sei Dank nicht, weil es war dann einfach gerade kalt. Aber ich denke, dann bleiben wir schon bei dieser Idee, bei der Meditation. Natürlich ist es so, dass wir immer, und wer schon bei mir in St. Georgen war, da haben wir 100 Leute versucht zusammenzubringen, wir brauchen mindestens 100 Leute, um an den 100. Affen zu kommen. Ich weiß nicht, ob jemand das Gesetz kennt. Wenn über 100 Affen das Gleiche machen, dann wird eine Energiewelle schwappt dann rüber, die anderen werden angezogen. Eigentlich geht es darum, danke für die super Frage, eigentlich geht es darum, dass wir nicht imstande sind, uns zu einigen. Es geht ja schon bei der Meditation los. Warum rede ich so viel bei der Meditation? Warum? Weil wir sonst dauernd was anders denken. Dauernd die ganze Zeit. Ja? Der denkt an das, der denkt an das. Wir sind ganz wenig imstande, für sich selber und für den anderen was zu tun. Wir bräuchten ja nur eine Stunde im gleichen Gedanken zu sein. Ja, das wäre ideal, das würde schon ausreichen, um eine positive Welle in Gang zu bringen. Versteht ihr? Und es ist so wichtig, dass man das erkennt. Wir könnten ganz viel tun, aber wir tun es eigentlich nicht. Ja, wir könnten dauernd was tun. Wir könnten uns einig sein. Nur bei den Meditationen, die ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben mit Hilfe, dass wir das tun. Natürlich hat es auch funktioniert, weil es ist klar, es hat alles eine Wirkung, aber es sind viel zu wenig. Ich hoffe, ich konnte es beantworten. Wir bräuchten über 100, ne, Gesetz des 100. Affen, dann springt es über. Es gibt ja schon auch immer wieder andere Meditationsleute, aber die denken dann wieder ganz anders. Man müsste quasi alle zusammenbringen, im Geiste eins zu sein, einig zu sein. Wir sind hier alle eins und zu verstehen, dass man den anderen ja schadet mit jedem schlechten Gedanken. Welches Feld füttere ich? Es muss alles erstmal bewusst werden. Und dann die Leute zusammenzubringen, ich hoffe, das kriegt man doch mal hin, in Villingen oder irgendwo, und dass man sagt, okay, ganz bewusst, alle, die da sind, sind jetzt nur dankbar. Dankbar für das reine Wasser, dankbar für das Glück, dankbar fürs gute Wetter, dankbar für alle die Geschenke, die wir bekommen, dankbar, dass wir nochmal eine Chance bekommen. Das wird jetzt schon reichen. Ja? Aber wir machen es nicht. Und dabei, also ich denke, ich kann gar nicht mehr machen. Wir bräuchten Dankbarkeit als Zwiesprache mit Gott. Gott heißt, das bedeutet ja natürlich, wir erinnern uns immer dran, dass wir göttliche Energie sind. Wir verbinden uns damit.
ich mache das ja nicht einfach als Meditation, sondern ich versuche ja sofort eine Verbindung herzustellen. Ne? Also wir leben in der Gottessubstanz. Wir sind gar nicht abgetrennt. Die Abtrennung ist ja unser Urfehler von allem. Und weil wir uns abgetrennt haben, sind wir auf uns allein gestellt. Die Urängste kommen alle daher. Und ich versuche ja, die Abtrennung aufzuheben und eine Bindung herzustellen. Aber es ist halt so schwierig. Und da bräuchte man eben diese Entscheidung dazu. Ich entscheide mich, weil ich die Wahl habe. Und das ist das, was Gott uns ja gegeben hat, was Jesus Jehova Zebajot ja sagt. Du hast doch die Entscheidung. Entscheid dich doch. Mach's doch. In jedem Moment. Ist doch nicht so schwer. Du weißt ja ganz genau, wo du Ängste hast. Lass es zu. Ist okay, die Angst. Aber du beherrschst mich nicht. Weil ich weiß, je höher meine dankbare Schwingung ist, und wir haben durch die Dankbarkeit eine hohe Schwingung, automatisch. Stellt euch vor, die sind ja über ich glaube, 26.000 oder 27.000 Klicks. Wir haben eine Durchschnittszeit von 30 Minuten. Es muss ja was geschehen sein. Und wenn wir uns umschauen und uns in Baden-Württemberg umschauen, das blüht ja, das ist ja wunderschön, uns geht es doch gut. Wir haben ja eine Reaktion. Es ist uns ja einfach nur nicht klar, dass wir durch die Meditationen ja schon ganz viel erschaffen haben. Dann ist auch die Frage, nochmals auf den Körper zu sprechen, wenn der Körper jedoch Schmerzen hat, dies kann man doch nicht ignorieren. Wie geht man damit um? Natürlich ist es, wie ich schon vorher gesagt habe, Körper, Geist und Seele bekommen natürlich die gleiche Nahrung. Der Körper hat Schmerzen, die Seele schmerzt, aber halt dadurch, dass wir halt 10 Leben haben, 20 Leben haben, ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Das bedeutet, da hat sich viel angesammelt. Und das ist auch so, dass man ja erst seit 20 Jahren sowas auflösen kann. Vorher sind wir ja da gestanden und konnten überhaupt nichts tun. Wir hatten keine Chance, uns zu entwickeln, weil wir durch alle Institutionen gebunden waren. Wir konnten gar nichts tun. Das heißt, wir ziehen das alles mit. Das ist auch eine gute Frage, weil mir es immer wichtig ist, auch wenn du Schmerzen hast, das nicht beurteilen und denken, oh Gott, ich habe jetzt Schmerzen, ich habe nicht das und das gelernt. Um Gottes Willen. Wir sind alle auf dem gleichen Schiff. Das heißt, wir haben viel zu erledigen, sonst wären wir nicht mehr hier. Und wenn einer irgendwie besser wäre, dann könnte ich ihn ja gar nicht mehr sehen. Wir sind alle gleich. Deswegen sehen wir uns, deswegen können wir uns spüren und fühlen. Wir sind nur auf dem Weg. Ja? Und wenn der Körper Schmerzen hat, dann wird der Körper behandelt, dann wird die Seele behandelt, dann wird der Geist behandelt. Das kann man nicht ignorieren. Und trotzdem kann ich sagen, okay, nee, ich mache alles, aber du bestimmst mich nicht. Und das habe ich gemeint, ich finde trotzdem viele Dinge, für die ich dankbar sein kann. Also, wenn du sagst, der Körper schmerzt, der tut weh, kann ich trotzdem den Geist aktivieren, um die Schwingung zu erhöhen. Weil je höher die Schwingung ist, desto mehr löst sich der Schmerz auf, die Verspannung auf oder wie auch immer. Okay? Also, du sagst, morgens, mittags, abends bist du dankbar für das, was gut ist, für das, was schön ist. Dankbar, dass der Rest funktioniert. Und damit erhöht man die Schwingung, ne? So wie Jesus die Frauen erhöht hat in der Schwingung. Und je höher die Schwingung ist, desto mehr entspannt der ganze Körper. Also das kann man immer tun. Und diese Macht eben nicht abgeben. Ne? Und dann die nächste Frage, bleiben erstellte morphogenetische Felder für immer bestehen? Werden diese nur gelehrt oder verschwinden sie wieder? Also das ist ganz klar zu sagen, wir haben natürlich die Macht, diese negativen morphogenetischen Felder aufzulösen. Genauso wie wir Schuld auflösen können bei der systemischen Therapie, bei Vergebensarbeit, können wir auch diese energetischen Felder auflösen. Die verschwinden in dem Moment, wo man eine andere Energie hat. Die verschwinden in dem Moment, wo wir in der höchsten Liebesfähigkeit sind.
Das ist ja das Ziel von allem. Wenn du in der höchsten Liebesfähigkeit bist, bist du nicht mehr angreifbar, bist du nicht mehr verletzbar. Und wenn du im Geist und in der Psyche nicht mehr verletzbar bist, bist du auch körperlich nicht mehr verletzbar. Aber Leute, das ist ein Prozess, da sind wir einfach dran. Also nicht irgendwie eingeben oder aufgeben, sondern wirklich dranbleiben. Und wenn du sagst, naja, dann ist es halt im nächsten Leben. Okay, ist dann einfach so. Das akzeptieren und sag, ich kann so viel tun, aber ich brauche dazu ein Einverständnis. Ich muss mich bewusst dafür entscheiden. Das ist genauso, wenn du jetzt quasi die ganze Macht den Körper gibst, ohne den Geist und die Seele zu füttern mit geistiger Nahrung, so wie wir es ja hier machen, auch durch die Meditation, nur den Körper fütterst, dann verhungert ja der Rest. Ja? Und wenn der Rest verhungert, quasi klein wird, natürlich tust du dir dann doch viel schwerer, wenn du dich dann entwickeln willst. Das heißt, du hast dann nichts für den Geist getan. Es ist ein ständiger Lernprozess, sagst du, und genau das ist es. Aber trotzdem müssen wir uns entscheiden, weil stell dir mal vor, ich muss eine Entscheidung treffen, dass ich, wo ich hin will. Ich muss ein übergeordnetes geistiges Ziel haben. Weil wenn ich kein Ziel habe, eier ich ja ziellos rum. Und deswegen ist es super, dass du da schreibst, ist ein ständiger Lernprozess. Aber ich muss es wollen. Ich muss mich quasi entscheiden, das zu wollen. Dabei zu sein, aufmerksam zu sein, quasi dem Universum sagen, hallo, ich will dahin. Ich muss quasi das Signal geben, okay, gib mir die Chance, die Möglichkeit, weil ich habe ein übergeordnetes Ziel und das heißt, ich möchte mich in die geistige Welt, in die obere Schwingung entwickeln. Du kannst ja verschiedene Ziele haben. Du kannst sagen, okay, ich möchte das Haus haben, ich möchte es abbezahlen. Ja, ich freue mich darüber, das ist schön. Ich bin jeden Tag dankbar, dass ich da sein darf. Es ist ein Ziel. Das nächste wäre ein Ziel. Ja, in Urlaub zu fahren, ist alles okay. Aber trotzdem braucht meine Seele und mein Geist ein Ziel. Wieder alle drei. Wir sind die Trinität Gottes. Gott ist Materie, Gott ist Seele, Gott ist Geist. Und wir wollen so, wie Jesus das gemacht hat, über die Materie herrschen. Also muss uns erstmal klar sein, wer wen jetzt da beherrscht. Ja? Und ihr seht ja, das ist ja überall so, ja, dass uns quasi die Gier auf dieser Welt nach mehr, nach mehr, nach mehr beherrscht alles. Alles beherrscht, wird von dieser Gier beherrscht. Ob das sexuelle Energie ist, materielle Energie, nach Geld, nach Anerkennung, immer. Ne? Danke, Christina. Also das heißt dann nicht, dass jetzt ja, also dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Schmerzen in meinem Körper habe oder sowas, dann ist das ja schon ein Zeichen. Das soll ich ja dann schon auch nicht ignorieren, aber halt erstmal akzeptieren und praktisch nicht das zu einem zu sehr belastenden Ding zu machen, oder? Also nicht auf den Thron stellen. Ja, es ist natürlich, braucht dieser Körper, absolut braucht der natürlich, ne, wir füttern ihn, wir streicheln ihn, wir freuen uns über den Körper. Das ist wunderbar. Aber darf uns keine Macht über uns haben. Und wenn der Schmerzen hat, natürlich kriegt er die Aufmerksamkeit. Natürlich kriegt er seinen Anteil, aber der Körper kriegt seinen Anteil, die Seele und der Geist. Also wir teilen das auf. Ja, weil ich kann jetzt dann praktisch dann auch die Bedeutung geben, die ich im Prinzip möchte, in Anführungszeichen. Also ich kann ja Aber auch sagen, das ist ja danke, nicht. mein Körper, dass du mir ein Zeichen gibst, dass das und das nicht gut ist. Oder ich Genau. kann mich jetzt über den Körper aufregen, weil er schon wieder weh tut. So zum Beispiel. Genau. Okay. Also, das ist genau richtig. Und wie gesagt, dann haben wir die Möglichkeit, eine andere Schwingung zu erstellen. Oder sagen wir mal, Zwiesprache mit Gott bedeutet ja, Gott zu bitten, zu danken, die Hände aufzulegen und so weiter und so fort. Wir haben ja ganz viele Chancen. Okay, also dann nochmal die Frage. Also wir füttern immer morphogenetische Felder mit jedem Gedanken, gute oder schlechte.
Wie gibt man den Feldern keine Bedeutung? Okay, horcht euch nochmal jetzt das Video an. Wie gebe ich dem keine Bedeutung? Also ich kann mich entscheiden, erinnert euch das Beispiel, jemand kommt rein, nimmt mir den Parkplatz weg oder kommt auf mich zu, ärgert mich, stellt sich zuerst an die Kasse an. Dann habe ich die Wahl, beherrscht der mich oder beherrsche ich den? Und wenn ich den beherrsche, dann geht es mir gerade am Rücken vorbei. Das ist mir egal, was der tut. Und die Wahl haben wir. Und dann gebe ich den Feldern keine Bedeutung. Nur dem positiven Feld geben wir wohl eine Bedeutung. Also dankbar zu sein, glücklich zu sein. Und wenn es nur jeden Tag eine Kleinigkeit ist, wie man das positive Feld füttern, das ist deine Wahl. Und man findet immer einen Grund, um dankbar zu sein. Ja? Und damit füttern wir das. Und mit Bewerten zum Beispiel ist es natürlich auch klar, dass ich das negative Feld also füttere. Weil wenn ich etwas bewerte, beurteile ich, verurteile ich und nach jedem Urteil kommt eine Strafe. Und wenn du urteilst, dann wirst du irgendwo verurteilt, beurteilt, verurteilt. Das müssen wir uns nicht geben. Und wenn man den Zusammenhang immer mehr erfasst, wird es dann viel klarer. Klar, der eine geht wieder um den Körper, der nächste ist, und das Ziel einer Seele kann was sein? Durch die Dankbarkeitsmeditation kann ich Geist und Seele füttern. Also das Ziel einer Seele könnte, das übergeordnete, mein übergeordnetes Ziel ist, auf die Ebene der Meister einzusteigen. Also die Meister haben es ja geschafft, so wie Jesus, der hat ja Gott vollkommen in sich aufgenommen, er hat sich ja inkorporiert, ist ja quasi mit dem hohen Geist auf die Welt gekommen, hat natürlich einen guten Einstieg gehabt, aber hat dann die gleichen Möglichkeiten wie wir gehabt und hat es dann geschafft, Gott vollkommen in sich aufzunehmen, das Göttliche in sich aufzunehmen. Und er hat ja schon als Kind mit 12, 13, hat er ja schon die Dinge gesehen, hat Voraussagen gemacht, hat ja Wunder gewirkt, nur im Verborgenen, das hat man nicht aufgeschrieben. Also er hat das Göttliche in sich vervollkommnet. Das kann ein Ziel sein. Ein Ziel kann sein, ich möchte auf die Ebene der Meister einsteigen. Meister könne, wenn man Leben und Lehren der Meister aus Fernen Osten gelesen hat, dann weiß man ja, dass die hier sein können, also sich runter in der Schwingung runter dimmen und die natürlich auch aufsteigen können. Also kannst dann wählen, wohin du gehst, Bilokation, du kannst wählen, was du willst. Und dann wird mal klar, dass quasi wir uns hier abarbeiten, aber eigentlich ist alles aus der göttlichen Energie gemacht. Stellt euch das vor. Brot, alles aus der göttlichen Energie. Also für das, was wir uns abarbeiten, ist der größte blödsinnige Quatsch, den es gibt, weil wir könnten aus dieser göttlichen Energie, wenn du das Brot brauchst, könntest du es mit der komprimierten, fokussierten Energie in deiner Vorstellung erschaffen. Ist doch bloß Energie. Versteht ihr? Und anstatt wir das benutzen und das lernen und gar nicht mehr in der Form, in der ungewählten Form arbeiten zu müssen, sollst du nur noch das machen, was dir Spaß macht, was hilfreich ist, was quasi eine gute Energie verbreitet, dann bist du an dem Potenzial. Das ist jetzt mein Ziel. Das können wir erschaffen. Ja? Dann die nächste Frage, wenn es aber Tatsachen sind, welche man sagt, dann ist es kein Urteil, oder? Dankeschön. Wenn nun mal das Gras grün ist, dann ist es grün. Natürlich ist es nicht grün, das wissen wir. Ich glaube, es ist blau, keine Ahnung, müssen wir unseren Techniker da fragen. Ja, aber natürlich sind es ja verschiedene Wellen und ob das wirklich grün ist oder unser Auge nur grün auffasst, ist eigentlich jetzt egal, aber grün ist einfach grün. Oder meine Decke, ich nehme sie als gelb wahr, dann ist sie eben gelb. Das ist natürlich kein Urteil. Das ist eine, ich kann das ja sehen, ich kann ja auch sagen, das und das war so. Oder der hat mich gekränkt. Oder wir hatten das Problem, das hat das Problem mit meiner Freundin oder so. Ich kann das ja sagen, ohne über sie herzuziehen und ohne
über sie zu urteilen, bloß weil sie eine andere Meinung hat. Und ohne sie schlecht zu machen, muss man ja gar nicht. Ja? Und genau, wie du das sagst, es ist kein Urteil. Das ist eine Feststellung. Ja, und das dürfen wir, natürlich. Danke. Aber das ist doch dann nur meine Wahrheit oder gibt es eine übergreifende Wahrheit? Weil es ist ja nur immer eine Frage der Wahrnehmung. Es ist, wenn du Streit mit deiner Freundin hast, ne, dann ist es ja deine Wahrnehmung, deine Verletzung. Und wenn du sagst, okay, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich nicht gut, dann ist es richtig für dich. Ich würde zum Beispiel nie anzweifeln und würde sagen, also du kämpfst jetzt und jetzt sagen, ja, das, ich habe das so empfunden. Ja, dann empfindest du das, dann ist es deine Empfindung, dann stimmt es für dich. Und das, dann hast du die Aufgabe, das aufzulösen, warum fühle ich mich so? Weil wenn ich ja in meiner Mitte wäre, mich vollkommen annehmen würde, lieben würde, dann täte dir das ja sonst wo vorbeigehen und du würdest ja nicht in den Konflikt kommen. Also ist es eine Lernaufgabe für dich, der Konflikt anzunehmen, anzuschauen, okay, hat mich jetzt getroffen und nicht als was Negatives ansehen, sondern sagen, okay, das ist eine Lektion für mich, das ist eine Lernaufgabe und dann will ich mich stellen. Weil das bringt uns ja weiter. Und wenn du dich entschieden hast, du möchtest dich jetzt weiterentwickeln, natürlich trägt man es dir dann hinterher jede Lektion. Es geht nur darum, kapierst du schnell oder langsam? Weil du hast dich ja entschieden. Und wenn du dich natürlich nicht entscheidest, dann kann es sein, da kommt keine spirituelle, geistige Arbeit. Dann bleibst du halt an dem Punkt, wo man steht. Ja? Deine Empfindung, und die darf man akzeptieren, da darf man sich drum kümmern, da soll man sich drum kümmern, soll aber trotzdem gleich eine Lösung finden. Weil jedes Problem beinhaltet eine Lösung, eine Möglichkeit, was zu ändern, eine Möglichkeit, es anders zu machen. Absolut. Dankeschön. Gut. Hat noch jemand eine Frage? Das ist also dann praktisch so, dass man sich von dem Problem halt nicht beherrschen lässt, oder? Genau. Mhm. Und passt ja wieder zu unserem Thema. Da werden wir noch oft drüber reden, weil wir lassen uns genau von solchen Problemen beherrschen, aber wie? Und dann haben wir die Neigung, sich da wirklich festzubeißen daran. Anstatt zu sagen, jetzt mach ich mal die Tür auf oder die Tür oder lass mir mal helfen oder jemand Neutralen zu fragen, ja, oh, das muss nicht unbedingt dann angenehm sein, gell, weil ich habe jetzt auch eine Freundin, was, wenn ich die frage, dann weiß ich schon, dass du nicht sagst, nein, du bist natürlich so toll und die anderen nicht. Nee, das will ich dann gar nicht hören. Aber ich bin dann bereit für die Offenheit, für das. Und es muss natürlich jemand sein, der das Ganze im Blick hält, behält und nicht nur seine eigene Wahrnehmung. Also der muss dann schon neutral sein. Ja, aber eben das nicht bewerten und nicht sagen, oh Gott, das ist mir jetzt passiert, das kann jedem anderen auch passieren. Versteht ihr, auch bei diesen Emotionen, bei diesen Vorfällen, bei diesen Problemen, das nicht bewerten, sondern ihr, du habt euch entschieden, euch weiterzuentwickeln, was zu tun, das ist alles. Und dann bekommt ihr natürlich genau diese Aufgaben. Natürlich spielt man dann das ein. Und man kriegt immer nur das Problem, mit dem man umgehen kann. Wir werden nicht überfordert. Klar muss man sich Hilfe holen, selbstverständlich, das ist ja kein Thema. Aber es geht tatsächlich darum, dass wir uns dafür entschieden haben. Und dann kommen die Lektionen. Und egal, wer es ist, die werden dir immer sagen, es geht immer gut aus. Es geht immer gut aus, wenn ich wo Problem ist, das ist auch die Lösung und meistens muss man sich halt Hilfe holen, ganz klar. Ja? Gut, mag noch jemand was dazu sagen oder fragen? Wie lange brauche ich, um das zu lernen, sich über andere nicht zu ärgern? Dankeschön für die wunderbare Frage. Es ist halt ganz individuell verschieden. Also, ich musste da lang üben. Ich hätte gern damals Hilfe gehabt. Also ich kann es nur von mir sagen. Es ging lang. Und ich denke aber,
weil man ja ein anderes Feld hat, weil wir ja inzwischen Gruppen sind, weil man das ja viel später, viel, viel besser versteht. Denkt an die, an die Arbeiten im Weinberg, die am Morgen kommen, kriegen ja den gleichen Lohn, wie die am Abend kommen. Darum denke ich, je länger man sich mit diesem Thema beschäftigt, umso schneller geht es. Und natürlich hängt es davon ab, ob du dich tatsächlich dafür entscheidest oder nicht. Ich muss es wollen und dann geht es auch gut. Und wir haben ja die Möglichkeit, jetzt uns entscheiden und zu wollen. Und sobald du willst, geht es schnell. Mir war das damals gar nicht klar. Ich bin da rumgeeiert und habe viel falsch verstanden. Also für mich war das ein Riesenstudium. Und ich habe am Anfang mich ganz schwer getan. Da hatte ich dann ein Problem mit jemandem, der mich da und bestimmen wollte. Die wollte mich abholen und die das machen. Und ich habe gemerkt, das stimmt gar nicht. Ich fühle mich nicht wohl. Ja, glaub bloß nicht, dass ich auf die Idee kam, irgendwann mal was zu ändern. Ja? Gut, prima. Das heißt also, wenn ich jetzt das Gefühl habe, mich belastet was oder mich überfordert was, dann ist es ein guter Moment, dass ich mich dann daran erinnere, dass nichts eine Bedeutung hat oder dass ich eben die ganze Bedeutung dem gegeben habe. Also dass ich dann wieder praktisch mich nicht überwältigt fühle von dem, was ich denke oder was ich empfinde oder so, sondern dass ich mir dann bewusst werde, dass ich das bin. Mhm. Genau. Also wir können eine Entscheidung treffen, ob mich das bestimmt oder nicht. Und das ist ja das, was ich meine. Wir haben jetzt die Wahl. Das gab es früher nicht. Du konntest dich mit niemand auseinandersetzen. Du brauchst, also bei uns in der Kirche darfst du nicht mal Tarotkarten in die Hand nehmen. Also das ist nicht aus dem Mittelalter, sondern gar nicht so lange her. Aber jetzt haben wir die Chance, darüber zu reden, Lösungen zu finden, eine Wahl zu treffen, weil es uns bewusst wird. Das ist ein Allein das Bewusstsein ist ein riesen Quantensprung. Ein riesen Quantensprung, das könnt ihr gar nicht vorstellen. Wenn du nicht bewusst bist, ich meine, meine Eltern sind ja älteren Datums gewesen, die haben es gar nicht verstanden. Oder wenn jemand wirklich kommt mit 80, da weiß ich genau, das wird schwierig. Ja? Wir haben die Chance, das heißt, wir haben es schon viel leichter. Allein das Bewusstsein macht dich handlungsfähig, dass du eine Wahl hast. Natürlich kommt es immer wieder vor. Und trotzdem kannst du sagen, nee, ich sage jetzt Kodosh, 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 Adonai, Zebajot. Oder ich sage, ich bin dankbar, dass ich Hilfe habe. Ich bin dankbar, dass ich nicht allein dastehe. Ich bin dankbar, dass es eine Lösung gibt. Weil in jedem Problem ist die Lösung. Und das ist das, was zu verstehen ist. Das haben wir jetzt. Wir sind ja viel bewusster. Was war vor 20 Jahren? Ja? Da sucht man oder 30 Jahre. Was gab es denn? Nicht viel. Ja? Dann haben wir uns nach irgendjemand wieder ausgerichtet. Dann hat man sich wieder nach dem Meister oder nach dem Meister ausgerichtet und hat das Gleiche getan wie in der Kirche auch. Das war überhaupt kein Unterschied. Ne? Ja? Gut. Also meine Lieben, wenn jetzt keine Frage mehr kommt, dann, oder überlegt es euch noch mal kurz, dann hätte ich gerne, dass wir eine kurze Meditation machen, dass man sagt, okay, ich verbinde das ja dann immer gleich in eine Meditation. Genau, dass wir das jetzt, was wir als Hausaufgabe haben, tatsächlich jetzt geistig tun kann. Ich schaue jetzt um mich herum und schaue es einfach an, ohne es zu bewerten. Und diese Meditation machen wir gemeinsam. Macht euch zurecht, entspannt euch. Wir haben jetzt keine Musik dazu. Die wird die Christina dann erst unterlegen. Also ich hoffe, macht vielleicht Bildschirm aus, wenn ihr euch einfach hinlegt. Ja? Einfach einen Bildschirm dann ausmachen. Sehr gut. Genau. Wunderbar. Und dann macht euch zurecht. Genau, machst dein Bildschirm noch aus. Der ist immer noch an. Und jetzt macht euch zurecht. Am besten ihr legt euch hin oder gebt euch in eine entspannte Lage. Nichts soll euch stören, nichts soll euch ärgern, nichts soll euch verunsichern. Und so legen wir die Hände auf den Bauch.
einfach dazulegen, einfach entspannt zu sein. Einfach die Gedanken, die Impulse, die wir aufgenommen haben, sein zu lassen. Lass es dort, wo es hingehört. Denn jetzt bist du bei dir. Und so bist du jetzt bei dir. Und so schließt du die Augen und konzentrierst dich vollkommen auf dich. Vollkommen auf dich zu konzentrieren. Und so atmen wir unter die Hände. Wir atmen unter die Hände, spüren, wie der Bauch sich hebt und sich senkt. Es ist alles in Ordnung. Es ist alles gut, so wie es ist. Nichts ist wichtig. Dein Geist, deine Seele ist wichtig. Das, was uns hilft, wieder in die alte geistige Bedeutung zu kommen, das geliebte göttliche Kind zu sein, das ist wichtig. Und obwohl wir jetzt die Hände auf den Körper haben, wollen wir uns trotzdem mit der Emotion, mit dem Geist verbinden. Und so macht ihr bewusst, dass der Geist im Körper herumwandern kann. Und der Geist, die Wahrnehmung, wandert in den Bauch. Du spürst deinen Bauch, du merkst, dein Bewusstsein kann wandern in deinen Körper. So eine Entdeckung zu machen. Und du lässt die Hände auf dem Solarplexus liegen und deine Aufmerksamkeit, dein Bewusstsein, dein Geist geht bis in die Zehenspitzen. Und so atmest du bewusst in die Zehenspitzen. Und dann merkst du, wie dein ganzer Oberkörper sich aufmacht, öffnet. Und dann merkst du tatsächlich, dass dein Bewusstsein schon im Körper wandern kann. Das ist eine wunderbare Entdeckung, zu wissen, zu glauben, zu fühlen und zu sehen. Mein Bewusstsein kann im Körper wandern. Natürlich kann ich dann auch woanders hinwandern. Und so atmest du ganz tief in die Zehenspitzen, einfach dahin zu wandern. Voller Freude, weil es deine Entscheidung ist. Voller Hingabe, voller Glücksgefühl, weil du weißt, dass du einen lebendigen göttlichen Geist hast, der sogar in deinem Körper herumwandern kann. Und dann gehst du wieder zurück mit dem Geist, mit der Wahrnehmung unter die Hände und atmest ganz bewusst die Gottessubstanz ein, die göttliche Energie ein. Die soll dich nähren, die soll dich füllen, die soll dich stärken. Das ist die Lebenselixier. Das ist auch das, was verschwindet, wenn jemand stirbt. Und wir wollen sie genau das Gegenteil machen und wollen diese Energie zurückholen, in den Körper holen, in den Geist, in die Seele. Geist mit Geist verbinden. Und so atmest du ganz bewusst die Gottessubstanz ein. Ganz entspannt und voller Freude die Gottessubstanz einzuatmen. Es ist so einfach. Du atmest diese Energie einfach ein. Sie ist so wertvoll. Das ist dieses Lebenselixier. Das ist das, was Kraft, was Power gibt, was Charisma macht. Und diese Energie atmest du einfach ein, weil du Lust hast, weil du die Bedeutung erkannt hast. Ich atme die göttliche Kraft ein. Ich atme die göttliche Essenz ein. Jawohl. Und das hat Bedeutung. Das hat Bedeutung. Das ist die wirkliche Bedeutung, weil das bleibt. Das ist wahr. Das macht uns aus. Das ist keine Illusion, keine falsche Wahrnehmung der Wirklichkeit. Das ist die Wahrheit. Und die machen wir uns bewusst.
die benutzen wir, die Energie. Das ist der Segen, den wir haben. Und wir in der Verbindung mit der göttlichen Essenz bitten: Lieber göttlicher Vater, segne mich und meinen Körper. Segne mich und meinen Körper. Ich brauchte noch eine Weile. Und ich bin dankbar für den Körper. Danke, dass ich ihn als Kommunikationskörper benutzen kann. Dass ich ihn habe, um in der Zeit zu sein. Sonst könnte ich die Zeit nicht nutzen. Es gibt sonst keine Zeit. Danke. Und du freust dich darüber, dass es so einfach ist, sich mit der göttlichen Essenz zu verbinden, sich beschenken lassen dadurch, die Freude zu haben, was für ein Segen. Es ist so einfach. Und wir sind so dankbar für die Weisheit, für das Geschenk, zu wissen, ich habe eine Wahl. Ich habe auch da eine Wahl. Nur jeden Tag, egal wann ich ins Bett gehe, vielleicht 15 Minuten, diese Meditation zu machen. Und dann, wenn ich da liege und voller Freude bin und ich weiß, ich bin mit Gott verbunden und ich weiß, er gibt mir Kraft und Power und Liebe und Lebensführung und ne, die Zufälle gibt er mir, weil ich sie annehme, weil er da ist. Ich kann gar nicht allein sein. Ich kann überhaupt nicht allein sein. Was für ein Segen. Und dann schauen wir, ohne dass du die Augen öffnest, was du in vor deinem Geist, in deinem Inneren siehst. Und jetzt nimmst du dir die Zeit, die Bilder anzuschauen, die da kommen, Begegnungen, Türme, Felder, Wiesen, egal was. Du schaust sie einfach an. Und du bist einfach dankbar. Du schaust sie einfach an und bist aus tiefstem Herzen dankbar, egal was du siehst. Weil es ist, weil es gut ist, weil es wunderbar ist. Du hast die Augen geschlossen und du weißt, es ist alles göttliche Energie und du siehst es anders. Es hat keine Macht über dich, du bist göttlich. Du bist ewiger göttlicher Geist. Und das ist die Materie, die du siehst. Du bist dankbar, dass es gibt. Dankbar, dass es so schön ist. Dankbar, dass ich es benutzen darf. Sei dankbar, dass du es benutzen kannst. Dankbar, dass es so, so gut für uns eingerichtet ist. Aber das beherrscht mich nicht. Vielleicht hast du auch vor Augen eine Auseinandersetzung, eine Ärger. Auch da triffst du jetzt in dieser göttlichen Kraft die Wahl, nein, das beherrscht mich nicht. Und das entscheide ich. Ich entscheide, wie lange ich mich darüber ärgere. Und ihr wisst ja selber, höre ich nicht auf damit, dann haben wir irgendwann mal ein Problem, weil dann kann das Gehirn gar nicht mehr anders, als ständig im selben Hamsterrad sich zu drehen. Man muss rechtzeitig Stopp sagen. Egal was du siehst, du freust dich und bist dankbar, weil alles, egal welche Schwingung, es ist aus der göttlichen Essenz gemacht. Und die Welt wurde für uns gemacht, damit wir die Zeit bekommen, in das Haus unseres Vaters sich zurückentwickeln zu können. Anschauen, so ist es. Anschauen. Hat keine Macht über dich. Es ist gut so, dass es so ist. Es ist gut so, dass die Lektion heute gestartet wurde, egal um was es ging. Es ist nur eine Lektion. Das Universum sagt, du hast die Chance und du kannst die Chance ergreifen, es anders zu machen. Wir haben alle die Wahl, alle. Bei den Grundnummern des Herzens, in der Tiefe des Herzens, weiß man das schon, was man sich selber antut.
Wir haben keine Lust mehr, uns selber zu zerstören. Und so schaust du, was du siehst, und du lächelst, du kannst alles anlächeln. Alles. Was dir nichts mehr tut. Weil du siehst, es ist ein Bild, da draußen ist ein Bild, in deinem Innersten ist ein Bild. Und du beherrschst dieses innerste Bild. Und wenn du das Innerste beherrschst, dann beherrschst du auch das Äußere. Voller Freude, ohne Druck, einfach so. Freuen wir uns, dass es da ist, dass es schön ist, dass es uns gut geht, dass die Blätter so schön sind. Wir sind für alles dankbar, was da ist. Aber es hat keine Macht nötig, weil du die Macht hast. Es darf dich emotional nicht mehr kränken, verletzen. Aber die Dankbarkeit, die hohe Schwingung, die dürfen wir zu jeder Tag- und Nachtzeit benutzen. Und es soll dein Eigentum werden. Es soll deine Handlungsfähigkeit unterstützen. Es soll dein geistiges, göttliches Geschenk werden. Benutze es einfach. Und in dem Moment, es ist gut so, wie es ist, egal was du siehst und was du wahrnimmst, hat es keine Macht mehr über dich. Und wenn du dann noch dankbar bist für die Lektion, ist es schwierig. Es ist leichter, die Natur anzuschauen und dankbar zu sein, als wenn es natürlich ans Eingemachte geht und mir eine Lektion vor die Nase bekommen. Und trotzdem das Anschauen, es ist ein Geschenk. Es ist nur ein Impuls, damit ich die Schwingungsebene weiter hochklettern kann. Na, wir stellen uns immer vor, in den Himmel zu gehen. Es ist einfach ein Synonym für eine hohe Schwingung. Gott ist die höchste Schwingung und wir wollen Gott die ganze Energie geben, so wie Gott uns die ganze Energie gibt. Und die Entscheidung treffen wir. Die Emotionen dürfen uns nicht mehr beherrschen. Wir entscheiden jetzt. Entscheide du, wer dich und was bestimmt, dich bestimmt. Und dann kommen wir ganz langsam wieder zurück. Und zwar nehmen wir uns noch Zeit, nochmal in den ganzen Körper, Geist und Seele diese Gottesessenz, diese göttliche Energie, die Freude einzuatmen. Es soll dich stärken, du sollst gestärkt sein. Du sollst im göttlichen Licht leuchten und du sollst lächeln. Die Ausstrahlung soll so sein, dass du nur noch das Gute in dein Leben ziehst. Und das ist ja die Entscheidung. Du kannst es. Nur noch lächeln, egal was dich ringsherum tangiert, was dich berührt. Schnelle Lektion, sonst nichts. Weil du gehst von dem aus, dass dich niemand ärgern will. Weißt du, und wenn dir nichts mehr ausmacht, kannst dich niemand mehr verletzen. Das ist natürlich die höchste Ebene, ne, die vielleicht wahrscheinlich der Dalai Lama hat, dass uns nichts mehr kränkt und nichts mehr verletzt. Und in dem Moment kann ich dem anderen die Liebe geben, die er braucht. Das ist ja die Idee. Weil wenn es mich ja nicht mehr, wie ich mit unserem Kleinen das erzählt habe, wenn der sagt, dumme Omi, und das tangiert mich überhaupt nicht, hat er keine Macht über mich. Ja, genau. Aber das funktioniert ja bei anderen auch. Und in dem Moment kann ich jeden Angriff als Hilfeschrei verstehen. Und dann kann ich den anders aufnehmen. Dann kann ich sagen, okay, ich ärgere mich, ich brauche jetzt Liebe. Ich brauche jetzt Hilfe. Und dann verbinde dich mit dem göttlichen Geistigen. Tu dir was Gutes. Sei dankbar, dass du nicht allein bist. Sei dankbar, dass du Hilfe hast. Nimm das an, was wir sind. Nämlich ein einziger göttlicher Geist. Und wir wollen uns einander nicht mehr verletzen.
Und egal, was die anderen machen, ist egal. Kümmer dich nicht drum. Sei du der Bessere. Gib das Lächeln. Lass den anderen stehen. Gib dem keine Energie mehr. Weil in dem Moment schadest du dir selber. Und wir wollen auf keinen Fall das Feld füttern und uns gegen selber schaden. Und uns gegenseitig schaden. Wunderbar. Dann kommen wir ganz langsam wieder zurück. Nehmen uns die Zeit. Machen uns Gedanken. Dass du in dem Moment für dich was tust. Und ich würde mich über jede Frage freuen, weil ihr seht ja, in jeder Frage ist ein wunderbares Potenzial. In jeder Frage haben wir die Chance, uns weiterzuentwickeln. Da bedanke ich mich recht herzlich, freue mich auf das nächste Mal. Ich glaube, es ist der 1. Juli. Und Dankeschön, Christina, die das so wunderbar für mich macht, weil sonst würde ich das nicht hinkriegen. Und da bin ich froh, dass sie so wunderbar mich unterstützt. Dankeschön, meine Lieben. Ihr wisst, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben oder sonst irgendwas. Das hätte ich gerne. Dankeschön, meine Liebe. Das ist lieb von dir, dass du jetzt Danke sagst. Ja, das freut mich natürlich auch. Gell? Dankeschön an alle. Sagen die Dankeschön und liebe Grüße.